Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, und Jesus wird wieder auf die Probe gestellt. Soll man oder soll man nicht dem Kaiser die Steuer bezahlen? Man wollte Jesus eine Fangfrage stellen, um ihn zu Fall zu bringen. Jesus weiß, worum es geht, und er stellt den Pharisäern die Frage zurück: Wessen Bild seht ihr auf der Steuermünze? Und er lässt sich einen Denar zeigen. Und allein die Tatsache, dass die Pharisäer einen Denar mit dem Bild des Kaisers in ihrer Tasche hatten, war schon ein Zeichen ihrer Falschheit, denn wirklich fromme Juden hatten das Geld so verabscheut, dass sie nicht einmal eine Münze von dem römischen Herrscher in ihrer Tasche tragen wollten. Sie hatten eine dabei, und dann sagt Jesus: Wessen Bild seht ihr auf dieser Münze? Und die Antwort war klar: Die des Kaisers. Und Jesus sagt dann: Ja, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, was ihm gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Was meint Jesus damit? Gebt Gott, was Gott gehört. Ja, was gehört denn Gott? Die Pharisäer haben es sehr schnell verstanden. Sie kannten die Heiligen Schriften. Sie wussten nämlich, dass schon auf der zweiten Seite der Heiligen Schrift geschrieben steht, dass Gott den Menschen als Abbild Gottes, als sein Abbild, als Mann und Frau erschaffen hatte. Also gehören wir Menschen nicht uns selber, sondern wir gehören Gott und wir tragen sein Abbild in uns. Und es stimmt, das Abbild Gottes in uns wird durch alle möglichen Lebenssituationen, Erfahrungen, wird es manchmal undeutlich. So wie ein Fenster, das verstaubt, durch das man nicht mehr deutlich und klar hindurchschauen kann. So ist es auch in unserem Leben. Durch Fehler, fehlerhaftes Verhalten, durch Sünden trennen wir uns von Gott und dieses Abbild Gottes in uns wird entstellt. Aber Gott setzt alles dran, damit dieses Bild, sein Bild in uns wieder klar und deutlich wird. Und ganz besonders tut er es durch sein Wort. Und ich mag dieses Wort aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt: Ihr seid schon rein durch das Wort, das ihr gehört habt. Er reinigt uns durch sein Wort und wir werden immer mehr nach seinem Abbild gleichgestaltet, besonders auch durch die heiligen Sakramente und die heilige Kommunion. Wenn wir sie mit einem guten Herzen empfangen, wenn wir uns gut darauf vorbereiten, dann wird dieses Abbild Gottes in unserer Seele, in unserem Herzen erneuert. Möge sein Abbild mit Kraft in uns, in unserem Leben, sogar auf unserem Gesicht aufleuchten, mögen die Menschen durch unser Leben, durch unser Zeugnis und durch unser Dasein erfahren, dass Gott wirklich da ist, dass auch sie Sehnsucht nach Gott bekommen, dass auch sie Sehnsucht nach diesem erneuerten Abbild in ihnen selbst bekommen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Sonntag.